jetzt verjubeln wir gemeinsam eure Rockerrente. Alles klar? Yeah.
Die Pudis, meine Damen und Herren. Einer fehlt auf der Bühne. Er ist nicht aus der Welt. Er hat die Seiten gewechselt. Und ich nehme an, Harry, das war das erste Pudi-Lied, was du nicht gekannt hast, oder? Das ist richtig, ja. Ganz neu? Das ist ganz neu, ja. Extra für dich? Ja. Hast du geweint? Fast. Nun weiß es also auch der letzte, Harry Jeske hört auf. Warum denn das? Einfach aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Rock, Musik ist Schwerstarbeit, oder? Auch, ja. Naja, ich meine, Möbelpacker schleppt auch nicht Klaviere, bis er 75 ist. In diesem Fall ist alles in Ordnung. Wie geht's aber weiter? Ich nehme mal an, dass du so ganz untätig nicht sein wirst. Nee, ich habe zum Schluss noch eine Solo-CD gemacht, die heißt Harry Jeske und Tschüss. Und werde noch, ich habe doch zwei Kinder-CDs gemacht, Heiko der Haifisch, und da werde ich im Winter eine dritte vorbereiten zumindest. Werde mit meiner Frau bambusmäßig etwas machen, weil so in den Philippinen gibt es fantastische Bambusmöbel. Und außerdem habe ich die Rente eingereicht, ich werde erster Rocker-Rentner von den Pudis sein. So ein alter Rocker, der kann es natürlich nicht lassen, ist ja klar. Harry, wir werden dich in jedem Falle vermissen, weil das ist wirklich einmalig. Die Pudis gehören ja für viele für uns sozusagen mit zur Familie. Und das nicht nur als Gruppe, sondern jeder einzelne von euch war unglaublich populär. Das ist nicht bei allen Bands so. Ich glaube, da kennt man den Sänger und die anderen Musiker sind mehr oder weniger anonym. Ihr bringt mich völlig durcheinander, Mensch. Aber ich denke mal, jegliches hat seine Zeit. Vielen Dank, Harry, für die Pudi-Zeit.